Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Merlot. Wir wollen ja Crossmähen, ne? Ich hatte gerade geguckt, wie Helga da am Rumschwänzeln ist. Was ist jetzt wieder los? VCA lässt grüßen, ne? Müssen wir mal Handkass anmachen. Sieht ihr das mir gar nicht? Scheint so, ne? Ne, das mehr wird machen nicht. Ist viel zu groß. Tolle Wurst. Ich mähe doch jetzt nicht mit dem Deutz. Ne, das geht nicht. Mal runter. Bind ich mal eben ab. Oh, nicht so. Das ist ja nicht schicki vorne, ne? Aber jedenfalls ist er immer. Wir kennen es nicht. Dann müssen wir uns irgendeinen anderen Schlüpper noch zulegen. Das geht ja gar nicht. So, dann gucken wir mal nach. Was gibt's denn die Schickifoni? Was hat die Svenny denn noch Schickes in Mod-Ordner? Den habe ich auch noch nie ausprobiert, ne? Sollen wir den mal fahren? Oh, der sieht ein bisschen schäbig aus, ne? Was kostet der überhaupt? 45.000, ist ja auch nicht gerade billig, ne? Was ist das für eine Smartspur? Sollen wir den nehmen? Ne, der sieht auch komisch aus. Ich weiß ja nicht, ne? Sollen wir den mal nehmen? Was hat der denn am PS? Der hat ja noch weniger PS. Nee. Nee. Sollen wir den nehmen? Der zieht das auf jeden Fall. Nehmen wir den. Kann man da eine andere Felgenfarbe? Export. Sieht ja komisch aus, oder? Hanomach war immer blau. Hanomach blau alt. So kenne ich Hanomach. Diesen grünen sieht auch komisch aus. Natürlich Reifensound. Ne, wir fahren offen, oder? Michelin, guckt euch das an. Vorne pushen. Den kaufen wir. Brauchen wir noch was, wenn wir gerade beim Händler sind? Wisst ihr das? Ne, wisst ihr auch nicht, oder? Echt. Hoffentlich ist der nicht zu laut jetzt. Oder was sonst mal so laut ist, deswegen nehme ich den nicht so oft. Abfahrt zum Hof. That's the way. Oh, hört ihr? Wie ist die Lage hier, Mello? Wir haben bestimmt alle noch einen Kater von dem alten Fusel hier. Kann ich mir direkt vorstellen. Oh oh. Ist ein Hof dran vorbeigepackelt? Nein, ne? Ne, Helga ist ja noch am Fliegen. Ja, dann ist ja alles korrekt. Oh, Blinker geht. Nicht, dass der einen Schrott verkauft hat, ne? Kannst ja auch alle nicht sitzen. So, jetzt kann unserer Meerei ja nichts mehr im Wege stehen, oder? Mann,
irgendwas ist immer, ne? Ich hab gedacht, jetzt sieht der Klaus mir weh. Flöte piepen, ist zu groß. Helga, die ist auch fleißig an. Und doch. So, das ist wohl ungewohnt, ne? Wo magst du das? Ja, das kann ich machen, ne? Ich hätte nichts anderes erwartet. Ja, wo man das gehen hier, wa? Hier ist die Schnitt hier auf der Melo. Mann, 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 ey. Irgendwas ist hier immer, ne? Da kannst du nicht mit fahren, ne? So easy peasy geht das aber wieder nicht. Ja, ich lasse voll viel stehen, ne? Wird blöd. Was machen wir? Heu oder Silage? Ne, wir machen Heu, ne? Silage können wir immer noch machen. Je eher wir Viecher kriegen, desto interessanter wird das hier, ne? Das ist nämlich meine Meinung. Ich stehe dazu. Der ist aber auch Mitglied in der Bevölkerung, oder? Dann wollen wir mal einen Landwirt. Guck mal. Korrekt. Schick hier, ne? Hey, weil die ist ja die ganze Zeit am rumknattern, ey, das läuft. So muss das. Die soll ja auch ein bisschen was tun für ihre Situation. Ach, guck mal, das hat das alte Gras. Okay. Oh, das dauert aber auch ein bisschen, dass wir die Fertigung mitnehmen, ne? Ja, da. Brauchen wir ein paar Tage für. Wie schneller kannst du fahren? Oh, wir haben Trommeln, ne, da sind wir. Kannst du nicht mehr zu brachteln? Ja, da, wir haben Zeit. Guck mal, wir haben hier sogar ein Sportlenkrad drauf. Das sieht vorne. Tipptopp Sportlenkrad. So ein Hanomach ist cool, ne? Ausladen, wir fahren noch ein. Wir haben noch ein Hanomach. Oh, weg. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ich hätte voll wieder so lange als letztes Mal, ne? Das ist ja nicht so schön gefahren. Korrekt, korrekt, korrekt. Mensch, der ist Köfte. Wir haben ja die Klingen vorher noch ausgetauscht, ne? Und Helga ist alle mal am Pleiden. Das wird nicht besser laufen, ne? Das ist schon cool. Jetzt machen wir uns die ganze Arbeit wahrscheinlich wegen 25 Ballen. Ja, keine Ahnung. Der kleine Ball, ne? Wir machen mal den Ball. Alles vor die Bahn. Wir arbeiten hier mit kleinen Beinen. Ist ja auch noch ein alter Hof hier, ne? Ich glaube, der neueste Schlepper hier bei uns ist der Bührer, oder? Kannst bald von ausgehen, ne? Mach das, ne? Knattert der Eisenhart dran dann, ne? Nicht die korrekt, ey. Das läuft.
Sven braucht ja jetzt einen Kaffee. Schon Kaffeezeit? Ja, bitte. Schon fünfmal vorbei Kaffeezeit, ne? Korrekt, korrekt, korrekt. Wir wohnen da. Das ist Mr. O's Ferienwohnung da, wa? Toll, dass ich mit Tobias, wenn die hier mithelfen, ne? Die liegen in einem Gartenstuhl und geben Anweisungen. Das weiß ich von der Old Valley. Die legen sich einen Gartenstuhl und ich muss mal loben, ne? Hab ich schon mitgekriegt, wie der Hase läuft. Und wenn du dann nicht schnell genug bist, bist du nicht schimpfer. Ja. Deswegen müssen wir hier immer schön am Dach bleiben, wenn wir hier arbeiten. Weil die gucken da aus dem Fenster. Hier haben wir so ein Kissen auf dem Fensterbank und dann liegen wir da. Ja, so ist das hier. Auf dem Merlo. Passt ja gar nicht gut. Ich glaube, da unten in unserem kleinen Schlafmodus, oder? Ja? Dauert zwar ein bisschen, aber ist ja egal. Ich kann damit leben. Wenn ich noch vernünftig fahren würde, wäre das natürlich alles noch viel besser, ne? Aber das ist ja bei mir so eine Sache mit dem vernünftig fahren. Also zur Regen geben oder was? Ich mehr hier drasse nur zur Regen geben. Ist das jetzt eine Schütte? Hab ich ja gar nicht aufgepasst. Seit wann regnet nichts? Mir ganz was Neues. Ich spiele ohne Ziele und es regnet. Ja. Sind wir ja jetzt bei Eier. Na egal. So schnell geht das jetzt auch nicht. Oder wir müssen das krass ins Ziel fahren. Aber bis wir das geschwadet haben mit unserem riesigen Schwader, das dauert auch noch ein Glück. Ne? Hier sind Zirkel. Press, da wieder reingezirkelt. Press. Yeah. Ab und zu nach vorne gucken. Press. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über den Bäumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt hier auf diesen Chaos-Kanal nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.